Rund 2 Jahre ist es her, dass wir das letzte Mal einen Vorwerk-Saugroboter in unserem Teststudio hatten. Mit dem Vorwerk Kobold VR7 ist es nun aber endlich wieder soweit. Und damit herzlich willkommen bei Testen mit Kopf. So viel vorweg, der Preis ist ganz schön hoch, der Funktionsumfang aber ganz schön klein. Lasst uns loslegen, wir starten nun direkt mit dem Lieferumfang. Inkludiert sind Bedienungsanleitungen, ein Netzteil, die Lade- und Absaugstation und der Saugroboter selbst. Weiter geht's mit den technischen Daten. Der Saugroboter alleine kostet rund 1000 Euro. Im Set inklusive automatischer Absaugstation steigt der Preis auf rund 1400 Euro. Die Laufzeit liegt bei 1 Stunde und 37 Minuten, die Ladezeit bei 3 Stunden und 37 Minuten. Zur Saugkraft wird keine Angabe gemacht. Der Staubbehälter fasst ca. 500 ml, die Maße liegen bei 34 x 35 x 9,8 cm und das Gewicht bei rund 5 Kilo. Wir sehen uns den Saugroboter nun etwas genauer an. An seiner Oberseite gibt es eine Starttaste. Hier sehen wir zum Vergleich übrigens auch den Vorgänger Kobold VR300 eingeblendet. Optisch hat sich hier wirklich nicht viel getan. Über dem Startknopf sind die Bedientasten und LED-Anzeigen untergebracht. Der VR7 bietet einen Eco-, einen Auto- und einen Max-Sorg-Modus und zwischen diesen kann natürlich auch per App variiert werden. An der Oberseite sehen wir noch den Laserturm des Sorg-Roboters. Leider wurde hier auf einen nachgiebigen Bumper verzichtet. Einen solchen Bumper gibt es nur an der Vorderseite. Außerdem haben wir hier auch die Obstacle Avoidance verbaut und es gibt einen praktischen Tragegriff, um den Roboter bequem und einfach von A nach B tragen zu können. Unter der oberen Abdeckung versteckt sich der Schmutzbehälter. Dieser hat 2 separate Kammern, da es auch 2 separate Saugkanäle gibt. Außerdem kommt der Behälter natürlich auch mit einem entsprechenden Filter. Wer sich nur für den Saugroboter alleine ohne die Absaugstation entscheidet, muss den Schmutzbehälter natürlich regelmäßig entleeren. Dabei sollte auch auf die Reinigung des Filters nicht vergessen werden. Wir sehen hier noch die Einsaugöffnungen, ebenso wie natürlich das Akkufach. Den VR7 Saugroboter einmal kurz umgedreht, sehen wir die Abgrunderkennungssensoren, die Räder, die Laufrollen, den Saugkanal, die Seitenbürste, die Bürstenabdeckung und darunter natürlich die breite Bodenbürste, auch mit Saugkanal. Es gefällt uns gut, dass wir die Abdeckung und damit auch die Bodenbürste nun einfach entnehmen können. Beim Vorgänger VR300 war das nämlich noch nicht möglich, hier hätten wir zum Schraubenzieher greifen müssen. Hier sehen wir die Absaugöffnung der Schmutzentleerungsstation ebenso wie die Ladekontakte und an ihrer Unterseite bietet die Station praktischerweise ein Kabelmanagement, so ist immer alles ordentlich. Hat der VR7 seine Arbeit abgeschlossen, macht er sich selbstständig auf den Weg zur Station und beginnt mit der Schmutzabsaugung. Der Schmutz landet in einem eingesetzten Staubbeutel. Wie oft dieser getauscht werden muss, ist natürlich stark von der Fläche und auch von der Einsatzhäufigkeit abhängig. Vorwerk gibt hier eine maximale Dauer von 6 Monaten als Richtwert an. Hier am Filter und auch in der Station hätte man übrigens auch die Möglichkeit, spezielle Duftchips einzusetzen. Und die Station bietet noch ein weiteres Gimmick. Hier könnte man nämlich noch den VK7 Akkustaubsauger aufsetzen und so Akkusauger und Saugroboter zusammen in einer Station laden. Natürlich ist auch die zugehörige App eine praktische Sache. Hier können wir unter anderem Reinigungszonen erstellen und dafür auch individuelle Reinigungseinstellungen definieren. Außerdem lassen sich Zeitpläne erstellen und so muss der Roboter nicht jedes Mal erst gestartet werden, sondern weiß selbst, wann er welche Ausgabe auszuführen hat. Das sorgt für Komfort im Alltag und so habt ihr einfach immer eine Grundsauberkeit gegeben. Wir kommen zur Navigation und Hinderniserkennung. Um die Fahrweise besser zu veranschaulichen, haben wir Sägespäne in unserem rund 10 Quadratmeter großen Testraum verteilt. Dabei können wir direkt feststellen, dass der Vorwerk Kobold VR7 nicht gerade gerne unter Stühle fährt.
Ansonsten wendet er aber schon ein systematisches Navigationsmuster an. Zuerst ist er alles entlang der Kanten abgefahren, danach hat er das Innere der Fläche in geraden Bahnen gesäubert. Der Feuer 7 kartiert seine Umgebung zwar, was wir hier aber wirklich als großen Nachteil erwähnen müssen, ist, dass er nur eine einzige Karte speichern kann. Das heißt, dieser Sorgroboter ist nur für den Einsatz auf einer Etage geeignet. Bei allen Konkurrenten, auch bei deutlich günstigeren Modellen, wird das seit Jahren anders gehandhabt. Dort ist immer die Erstellung mehrerer Karten möglich. Da der Feuerwehr Kobold Feuer 7 generell einen eher beschränkten Funktionsumfang bietet, wir haben es hier wirklich mit einem reinen Sorgroboter ohne Wischfunktion zu tun, fragt man sich schon, warum dieses Gerät eigentlich so teuer ist. Schlussendlich gibt es hier auch auf der Fläche ein paar Rückstände, vor allem ist aber natürlich unter den Stühlen einiges liegen geblieben. Wir wollten im Anschluss noch herausfinden, ob das an der Hinderniserkennung des Roboters liegt und haben diese dann in der App einfach mal deaktiviert. Hier wurde wieder unter dem ersten Schwingstuhl schön gesorgt, aber trotz deaktivierter Hinderniserkennung ist der Feuerwehr Kobold Feuer 7 nicht unter den zweiten Schwingstuhl gefahren. Diese Schwäche lässt sich also nicht abstreiten und hat auch nichts mit der Hinderniserkennung zu tun. Apropos Hinderniserkennung, diese haben wir dann natürlich wieder aktiviert, um sie in unserem speziellen Parcours zu testen, und dabei hat sich schnell gezeigt, dass der Feuer 7 und unser kleiner Teppich hier keine Freunde werden. Nach etwas menschlicher Unterstützung konnte er seine Arbeit weiter fortsetzen, aber nur kurz, denn hier hat sich der Feuer 7 direkt festgefahren. Und das ist die klare Schwäche eines D-förmigen Reinigungsroboters. Während unseres Tests ist es immer wieder passiert, dass der Feuer 7 von uns befreit werden musste. Von klassischen runden Robotern kennen wir solche Probleme nicht. Weiter geht's im Hindernisparcours. Die Flasche konnte der Feuer 7 zwar erst erkennen, aber es hat dann doch nicht für eine berührungslose Umfahrung gereicht. Er hat die Flasche etwas verschoben, aber wir hatten hier natürlich schon viele Roboter, die gar nicht abgebremst haben und die Flasche einfach umgeschmissen haben. Beim Türstopper ist es beim Feuer 7 ebenfalls zu einer kleinen Kollision gekommen, aber wir merken schon, dass die Hinderniserkennung hier etwas bringt und der Roboter hier definitiv vorsichtiger vorgeht als andere Modelle, die wir schon getestet haben. Aber wirklich ausgereift ist die Hinderniserkennung noch nicht. Zum Beispiel die Konkurrenz von Roborock hat hier schon deutlich bessere Ergebnisse erreicht. Beim Feuer 7 hat sich dann schlussendlich auch das Ladekabel noch verheddert. Der Roboter konnte es zwar selbst wieder abschütteln, aber das würden wir eher als Glückstreffer ansehen. Auch mit einer speziellen Erkennung von Haustierhinterlassenschaften kann der Feuer 7 noch nicht punkten. Wenn hier also wirklich Sorgroboter und Hundehaufen aufeinandertreffen sollten, würde das ein ganz schön unschönes Szenario ergeben. Eine Teppicherkennung ist an Bord. Auf Teppich schaltet der Feuer 7 selbstständig in den Max-Modus. Bis zu 2 cm hohe Hürden kann der Roboter problemlos selbstständig überwinden und um unter Möbel zu gelangen, benötigt er einen Abstand von rund 10 cm. Auf die Abgrunderkennungssensoren ist definitiv Verlass, der Roboter stürzt nicht ab und kann so auch im Bereich von ungesicherten Abgängen eingesetzt werden. Jetzt wird es spannend, wir testen die Sorgleistung des VR7. Wie immer starten wir dabei auf Hartboden mit unserem 150 Gramm schweren Gemisch aus Kaffeebohnen, Leinsamen und Sand. Und wir verwenden natürlich wieder den stärksten Sorgmodus, hier also den Max-Modus. Leider rast der VR7 regelrecht über die Fläche und verzichtet vollkommen darauf, seine Bahnen zu überlappen, und so hat es nur für ein Ergebnis von 91,53% gereicht. Die Besten schaffen hier über 98%. Bei derart intensiven Verschmutzungen schätzen wir es immer, wenn wir den Sorgrobotern einen zweiten Reinigungsdurchgang vorgeben können. Aber der Feuerwehr Kobold VR7 bietet diese Möglichkeit leider nicht. Um zu zeigen, was möglich wäre, haben wir dann nochmal händisch einen zweiten Durchgang gestartet und dann ist er auf ein Gesamtergebnis von 97,6% gekommen. Auf diesen Test folgen Haare auf Hartboden. Hier verteilen wir immer kurze und lange Haare.
Und hier hat der Vorwerk Kobold VR7 keinerlei Probleme. Die Haare kann er sehr gut aufnehmen und so ist es vollkommen ausreichend, dass er die Fläche nur einmal abfährt und seine Bahnen dabei nicht besonders überlappt. Im Anschluss checken wir immer auch noch, wie verschmutzt die Bodenbürste ist und hier haben wir beim VR7 leider schon ein sehr schlechtes Ergebnis festgestellt. Ein großer Teil der Haare hat sich um die Bürste geschlungen und ist nicht im Schmutzbehälter angekommen. Wie gut, dass wir die Bürste nun entnehmen können, weil, wie schon erwähnt, war das beim Vorgänger VR300 wirklich sehr schwierig gestaltet. Weiter geht's mit 50 Gramm Katzenstreu auf Hartboden. Der VR7 startet und hier könnte seine D-Form eigentlich ein großer Vorteil sein, denn hier verteilen wir die Streu immer entlang des Katzenklos. Für einen einmaligen Durchgang verrichtet er hier einen soliden Job. Berauschend ist das Ergebnis aber wieder nicht und hier wäre im Anschluss wirklich eine Wischfunktion nett gewesen, um noch den restlichen Staub von der Fläche zu holen. Gereicht hat es für 87,8%. Wir wechseln den Untergrund und beginnen mit den Teppichtests, hier mit Kaffeebohnen, Leinsamen und Sand auf florlosen Teppich. Vom Hocker reißen konnte uns der Vorwerk hier wieder nicht, aber hier haben viele andere Geräte auch kein besseres Ergebnis erreicht, aber wesentlich länger gesorgt. Beim VR7 hat es für 70,67% im ersten Durchgang gereicht. Beim manuell gestarteten zweiten Durchgang hat es dann für ein starkes Gesamtergebnis von 79,07% gereicht. Und das zeigt uns erneut, der Vorwerk Kobold VR7 müsste einfach länger sorgen. Weiter geht's auf Kurzflorteppich. Auch hier wendet der VR7 wieder sein bereits gewohntes, systematisches Navigationsmuster an. Wie gesagt, wir würden uns hier wirklich wünschen, dass er seine Bahnen entweder mehr überlappen würde oder dass wir zumindest einen zweiten Reinigungsdurchgang in der App einstellen könnten. So hat es nur für 81,93% gereicht. Der zweite manuell gestartete Durchgang zeigt uns dann, was bei gründlicherer Fahrweise möglich wäre. Hier ist der Roboter dann auf ein sehr starkes Gesamtergebnis von 92,33% gekommen. Unseren letzten Teppichtest starten wir auf Hochflorteppich. Leicht zu reinigen ist dieser Teppich nicht, denn viele Roboter haben hier plötzlich Navigationsprobleme, da sie den hohen Flor in Kombination mit der groben Verschmutzung für ein Hindernis halten. Beim Vorwerk Kobold VR7 gibt es solche Probleme nicht, er bleibt bei seinem bekannten Navigationsschema und erreicht damit im ersten Durchgang wieder ein solides, aber nicht berauschendes Ergebnis von 63,4%. Wie gehabt, würde sich ein zweiter Durchgang einstellen lassen, würde das alles verändern. Dann würde der Vorwerk Kobold VR7 nämlich auf eine Leistung kommen, mit der er sich nicht mehr verstecken müsste, nämlich auf ein Ergebnis von 74,07%. Aber ein zweiter Durchgang lässt sich nun mal nicht einstellen. Wir kommen zu unserem abschließenden Fazit. Vorwerk ist bekannt für Qualität und das wollen wir der Marke auch nicht abstreiten. Aber im Laufe unseres Testverfahrens ist schon der Eindruck immer stärker geworden, dass Vorwerk mit der Konkurrenz aus Fernost einfach nicht mithalten kann. Die Rede ist hier natürlich unter anderem von den bekannten Größen wie Roborock, Ecovax oder Dreamy. Dafür, dass der Vorwerk Kobold VR7 nur sorgen kann und keine Wischfunktion bietet, ist er mit einem Preis von 1000 Euro einfach viel zu teuer. Entscheidet man sich dann auch noch für die automatische Absaugstation, kommt das Set sogar auf unglaubliche 1400 Euro. Dafür sind andere Geräte mit automatischer Absaug- und Mop-Reinigungsstation erhältlich, die da noch eine hervorragende Wischfunktion bieten. Könnte der VR7 die Konkurrenz dann wenigstens mit der Sorgleistung in den Schatten stellen, wäre der Preis für uns ja noch gerechtfertigt. Aber auch dem ist leider nicht so. Egal ob auf Hartboden oder Teppich, dieses Modell zählt sicher nicht zu den gründlichsten Sorgrobotern, die wir schon getestet haben. Nicht einmal beim Sorgen kann er der chinesischen Konkurrenz das Wasser reichen. Da dann auch noch andere Schwächen hinzukommen, unter anderem kann nur eine Karte erstellt werden, der VR7 ist also nicht für den Einsatz auf mehreren Etagen geeignet und aufgrund seiner D-Form fährt sich das Gerät sehr gerne fest und bleibt stecken,
können wir es einfach nicht guten Gewissens empfehlen. Falls ihr nun auf der Suche nach einer Alternative seid, schaut doch gerne in unserem Vergleich auf testenmitkopf.de vorbei. Dort findet ihr alle von uns getesteten Saugwischroboter und könnt sie miteinander vergleichen und euch ausgiebig informieren. Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Wir haben euch hier auch noch weitere Videos verlinkt, unter anderem den Vorwerk Kobold VR300 Test und den Roborock S7 Pro Ultra Test. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.